Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gottes Gnade ist jeden Tag neu und deshalb dürfen wir jeden Morgen neu zu ihm kommen und ihm unsere Sorgen bringen. Und dafür dürfen wir beten und jeden Tag aufs Neue. Im Psalm 100, Vers 5, da steht: Denn der Herr ist gut zu uns, seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Wie wunderbar, Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen. Heute zum Thema befreit leben. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Befreit leben, da lesen wir in Galater 5, Vers 1. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Das ist was Wunderbares, befreit leben. Und in den nächsten Tagen wollen wir das Stück für Stück ein bisschen durchgehen. Und wir haben einen Leitfaden wieder gemacht. Der Leitfaden hat die Überschrift Leitfaden für deine Freiheit. Und wenn wir den aufschlagen, dann geht es da los, befreit leben. Durch unseren Glauben haben wir Zugang zu einer ganz anderen Wirklichkeit. Zu der Wirklichkeit, die der Vater, der Sohn, der Heilige Geist für uns bereithält, geschaffen hat. Und in dieser Wirklichkeit dürfen wir leben. Und da ist Freiheit, Freiheit. Und wie ich schon sagte, wir werden in den nächsten Tagen noch einiges darüber hören und behandeln. Es heißt auch in der Bibel, die Wahrheit macht frei. Das ist eine ganz einfache Sache und doch so sehr schwer. Ich sag dir, bleibe bei der Wahrheit, denn die Wahrheit macht wirklich frei. Erstens mal die Wahrheit, die Heilige Schrift, da die Wahrheit drinsteht. Aber wenn wir die Wahrheit leben und das umsetzen, ist manchmal nicht einfach. Gerade in unserer heutigen Zeit ist Wahrheit nicht populär. Aber ich sage dir, die Wahrheit macht frei. Danke Herr, dass wir zur Freiheit berufen sind. Ich danke dir für jeden, der Hunger hat nach der Freiheit, die du gibst. Und danke, Herr, lass uns erkennen, wie das funktioniert. Amen. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Anliegen beten. Und eine Mutter bittet für ihre Tochter um Gebet. Guten Tag, meine Tochter hat seit 2 Wochen eine Blasenentzündung mit Blutung. Sie hat auch Probleme mit den Nieren. Bitte betet für Heilung. Danke und liebe Grüße. Und das wollen wir tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Tochter kennst und dass du diese Blase berührst. Danke, Jesus, für deine Heilungskraft, dass diese Nieren wieder voll funktionsfähig sind und dass sie wieder wirklich so funktionieren, wie du sie geschaffen hast, auch diese ganze Blase. Danke, Jesus, dass du da der Heiler bist und dass du vollständige Wiederherstellung schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine verzweifelte Frau schreibt uns: Liebe Peter, seit ich vor längerer Zeit erfahren habe, dass mein Mann jahrelang noch eine andere Beziehung hatte, ist mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich bin jetzt nur noch mit meinem Mann aus Angst vor allem vor dem Alleinsein zusammen und habe keine Liebe und kein Vertrauen in meinem Herzen. Hilfe, bitte betet für mich, wo soll mein Leben bloß lang gehen? Vielen Dank für euer Gebet. Und Jesus, du kennst auch diese Frau, die so verzweifelt ist. Und ich danke dir, dass du in diese Situation hineinkommst. Und ich danke dir, dass du diese Ehe wieder reparieren kannst. Dass du auch zu dem Mann reden kannst, zu seinem Herzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du die ganze Situation in deine Hand nimmst. Dass du eine Lösung hast und eine Lösung schaffst. Danke, Jesus, dass du dieser Frau auch wieder Mut gibst und wirklich, dass sie Kraft hat und Mut hat, da durchzugehen und dass sie dir vertraut für eine Lösung. Danke, Jesus, dass du es tust. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Liebes Gebetsteam, ich leide an einem Knochensporn im rechten Oberschenkel und das umliegende Gewebe ist deswegen gereizt und entzündet und dadurch habe ich bei jedem Schritt Schmerzen.
Die erste Einheit Röntgenbestrahlungen haben keine Besserung gebracht und ich möchte mich wegen dem Strahlenrisiko nicht weiter bestrahlen lassen. Auch habe ich seit Jahren fast jeden Tag über viele Stunden starke Rückenschmerzen und nichts hat bisher geholfen. Die chronischen Schmerzen lassen mich manchmal fast verzweifeln. Bitte beten Sie für mich, dass Gott meinen Körper anrührt und mich heilt. Vielen Dank. Ja, das wollen wir jetzt tun. Danke, Herr, du kennst diesen Knochensporn und all das, was mit zusammenhängt. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich bitten dürfen, durchströme diesen Körper, Herr, mit deinem heilenden Blut, das du auf Golgatha am Kreuz auch für Krankheiten vergossen hast. Ich danke dir. Danke, Herr. Wir rufen Normalzustand aus, auch über diesem Knochen und all das, was es zur Folge hat. Danke, Herr, für Berührung, Herr. Danke, Herr, dass dieser Knochen wieder seinen normalen Platz und seine normale Form annimmt. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und das Folgende ist ein Gebet für ein Kind. Ein Mädchen, sie ist ein Jahr und leidet unter starker Epilepsie und starken körperlichen Einschränkungen. Außerdem hat sie Probleme mit dem Darm. Die kleine Maus ist nur im Krankenhaus und die Ärzte sind an ihre Grenzen gekommen. Sie ist so ein liebenswertes Kind und liegt mir sehr am Herzen. Leider suchen ihre Eltern immer an der falschen Stelle Hilfe, Wunderheiler oder Wahrsager. Oh ja, auch da kann Gott eingreifen. Und klar sucht jeder irgendwo Hilfe. Aber wir persönlich, wir glauben wirklich, dass Gott da eingreift. Und mögen auch die Eltern das sehen und erleben. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt der Herr bist über dieser Situation. Und du kennst auch dieses kleine Kind. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass du dich wirklich auch diesem Kind erbarmst und wirklich auch Heilung schenkst. Herr, von Kopf bis Fuß, Herr, dass die ganzen Anfälle verschwinden und all das, was nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir dafür, dass du auch hier, Herr, den Schöpfungszustand, Herr, wie du ein Mensch gedacht hast und Herr, dass du ihn herstellst. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass alles verschwinden muss, Herr, in deinem Namen, Jesu, all das, Herr, was nicht zum Normalsein eines Menschen gehört. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass dieses Kind ein wunderbar gesunder Mensch wird, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, lass die Tage des Leidens vorbei sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen erzählen uns über ihre Erlebnisse mit Gott. Und über WhatsApp erhielten wir folgendes Zeugnis. Liebe Isolde, lieber Daniel und Gebetsteam, ich hatte euch um Gebet für unseren Freund für eine neue Arbeitsstelle geschrieben. Er ist seit März arbeitslos und mit 54 Jahren ist es sehr schwer, etwas Passendes zu finden. Gestern hat er einen Anruf erhalten mit der Zusage für einen tollen Aufgabenbereich und sogar mit einem viel höheren Gehalt als erwartet. Unser Gott ist groß und er hört Gebet. Danke. Und das ist wahr. Gott erhört Gebet. Und das nächste. Lieber Daniel, liebe Isolde, danke für die Gebetsnacht um 14 Uhr. Das ist eine gute Gebetszeit. Ich spürte eine starke Präsenz Gottes und meine Bauchspeicheldrüse wurde berührt. Danke für eure Hingabe und liebe Grüße. Und das nächste, da schreibt jemand, ihr Lieben, ich bat in der Gebetsnacht um mehr Schüler für meinen Sprachunterricht. Gestern erhielt ich zwei neue Schüler. Das ist ein Wunder, besonders in dieser Zeit. Dank sei Gott und danke euch. Und eine Frau, die schreibt kurz und bündig, ja Herr, du hast auch bei mir die Panikattacken und anderes genommen. Halleluja. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie wunderbar, was Gott alles tut. Dinge aus dem Alltag oder körperliche Heilung. Hat er was bei dir getan? Lass es uns wissen. Die Nummer ist eingeblendet. Sende uns einen kurzen Post auf WhatsApp. Wir freuen uns riesig. Und nun der Tipp des Tages.
Ich habe davon gesprochen, die Wahrheit macht frei, wie es in der Bibel heißt. Überlege dir mal in ein paar Minuten, wenn die Sendung vorbei ist, wo du vielleicht nicht in der Wahrheit lebst, wo du in einer Lüge lebst, wo du dir was vormachst, das nicht die Wahrheit ist. Ich sage dir, entscheide dich für die Wahrheit. Gott steht hinter dir und die Wahrheit wird dich freimachen. Und wenn du möchtest, kannst du uns gerne dein Anliegen schicken oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, schon bald ist wieder Sonntag. Ich möchte dich einladen für unseren Livestream. Schalte ein oder auf YouTube. Und dann noch, diesen Leitfaden möchte ich dir empfehlen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Herzliche Grüße und wir verabschieden uns jetzt und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.